Ja, ich bin Doug Rogge, bin seit mittlerweile 30 Jahren bei und mit Land Rover beschäftigt, bin bei Land Rover zuständig eigentlich für die schönen Sachen im Leben, und zwar fürs Abenteuer. Ja, ich habe mit Land Rover die ganze Welt entdecken dürfen und man muss sagen, ich habe meinem Job seit trotz 30 Jahren einen wahnsinnigen Spaß. Die Land Rover Experience Tour ist seit 2000 ein festgesetztes Programm bei Land Rover, und zwar ein bisschen Abenteuer, ein bisschen zu zeigen, was wir von Land Rover können, ein bisschen klar zu machen, dass wir in der Lage sind, dahin zu fahren, wo andere normalerweise nicht hinfahren, die Welt zu entdecken, Menschen zu entdecken, Kulturen zu entdecken. Das ist die Land Rover Experience Tour. Abenteuer pur, Spaß mit normalen Menschen und im Prinzip zu normalen Menschen hinzufahren. Ja, unsere Autos entwickeln sich dauernd weiter, und wenn ich so 10 Jahre zurückdenke, ich durch Jordanien gefahren bin mit einem Defender, wenn ich heute daran denke, dass ich mit einem Discovery einmal um die halbe Welt, mit einem Evoque einmal um die halbe Welt fahren kann, dann machen unsere Autos genau das aus. Sie sind geschaffen für genau diese Welten. Sie sind so geschaffen, dass die Kunden sich nicht besonders einleben müssen ins Auto. Sie können alles selber. Unsere Ingenieure haben das große Ziel, Autos zu kreieren, indem man Kunden reinsetzen kann, indem man Kunden sagen kann, okay, ihr könnt hier fahren. Wir haben mit Terrain Response natürlich ganz viele Möglichkeiten, die Autos fein zu tunen. Ich sag's mal ganz, ganz einfach. Aber unsere Autos können alles selber, und das macht es einfach aus. Ja, wir haben ganz viele Sachen zum Jubiläum. Erstmal bin ich froh, dass wir zwei starke Partner mit an Bord haben, Continental und Shell. Die sind mit dabei. Continental ist schon länger dabei, Shell ist neu dazugekommen, und da freue ich mich besonders drauf, weil auch gerade für Shell ist es natürlich eine Herausforderung, in 53 Tagen um die halbe Welt zu fahren. Und da sind wir schon beim zweiten Thema. Wir haben nicht wie in den Jahren davor 14 Tage zur Verfügung, sondern diesmal haben wir 53 Tage. Wir haben nicht ein oder zwei Länder, wir haben diesmal 11 Länder, durch die wir fahren, und damit habe ich natürlich schon ein ganz besonderes Highlight. Und für Shell ist es natürlich auch super, weil man muss sich vorstellen, wenn man in diesen Ländern Usbekistan, Kirgisistan, China, Tibet, Nepal unterwegs ist, dann ist mit den hochgezüchteten Motoren, die man heutzutage hat, das Kraftstoffthema immer, immer wichtiger. Und da haben wir mit Shell einen Partner gefunden, wo ich sage, Respekt, ich habe es letztes Jahr gemacht, und wir hatten überhaupt kein Problem. Es war immer wieder eine Freude, nachzutanken. Ja, und nicht den Qualm zu sehen, der vor uns rechts und links unterwegs war. Die Camel Trophy damals war ja zum Schluss eigentlich mehr so ein Sportevent. Man suchte Teilnehmer, die eigentlich alles können mussten. Ja. Am besten wären sie Zehnkämpfer gewesen, Piloten irgendwo in einem Jet oder sonstige Geschichten. Und wir sagen, okay, wir möchten genau das Gegenteil machen. Wir möchten Leute kriegen wie du und ich, weil wir einfach daran Interesse haben zu sagen, das kann jeder machen. Hier muss man nicht besonders sportlich sein auf der Tour. Hier muss man nicht besondere Fähigkeiten haben. Man muss Teamfähigkeit sein. Das ist das Wichtigste. Das ist auch das, was wir hier gerade bei den Qualifikationscamps prüfen und was wir rausfinden. Man muss natürlich eine gewisse Aufgabe haben, indem man sagt, okay, ich kann mich hier einbinden. Ich kann ein paar Sachen, ich kann navigieren. Ich kann ein bisschen mich mit Autos aus, ich kann Auto fahren. Aber es sollen Menschen sein, so wie du und ich. Ich habe es eben schon kurz erwähnt, die größte Überraschung ist natürlich klar, logisch zwei starke Partner. Die größte Überraschung ist, Leute zu finden, die hier sind, die super viel Spaß an diesem Qualifikationswochenende haben. Wir haben gestern Abend eine Nachttask gemacht, die bis um 5 Uhr morgens ging. Ja, die Überraschung war, selbst um 5 Uhr morgens waren alle noch total lustig und hatten alle noch Spaß. Und gestern Abend, beim indischen Abend, den wir hatten, waren immer noch alle total begeistert, obwohl sie eigentlich schon mehr als 24 Stunden alle auf waren. Also die größte Überraschung hier ist, alle sind hoch motiviert, alle wollen mit nach Mumbai in Curry essen. Ja, mein persönliches Highlight ist ganz schwierig zu beschreiben, weil ich sag mal, jede Tour hat auf seiner Seite ein persönliches Highlight. Das persönliche Highlight ist, dass wir in 10 Jahren, 10 Touren es geschafft haben, immer wahnsinnig gute Teilnehmer mitzunehmen, eigentlich nie daneben gelegen haben, immer das erfüllt haben, was wir uns selber als Ziel gesetzt haben, sprich Land und Leute zu entdecken, Bilderwelten zu kreieren und damit herzugehen und zu sagen, die Tour selber war ein wahnsinniger Erfolg, weil man hat die Welt damit entdeckt.
Das Ganze kann man voraussichtlich im Dezember nachlesen, weil wir schreiben gerade ein Buch über 10 Jahre Land Rover Experience Tour. Da muss man ein bisschen dranbleiben, muss man gucken. Aber ich glaube, das wird ein Erfolg. Da sind nämlich von 10 Jahren Experience Tour ganz, ganz viele tolle Bilder drin. Ich erwarte natürlich ein gutes Curry in Mumbai zu essen. Darauf kommt es an. Ja, das ist eigentlich das Ziel, weil das war die Grundidee. Einfach mal in Berlin losfahren und Curry essen in Mumbai. Ich erwarte, dass wir mit den 12 Teilnehmern, mit denen wir unterwegs sind, ist natürlich spannend und schön haben, dass auf den einzelnen Etappen ganz viele Bilder und tolle Bilder entstehen, dass nichts passiert. Das ist auch immer auf so einer langen Etappe natürlich immer ein ganz großes Risiko. Da muss man auch sich darüber bewusst sein. Und ich hoffe und ich erwarte, dass wir am Ende ein wahnsinniges Bildmaterial haben und hoffe ich einen wahnsinnigen Film oder wahnsinnige Filme, weil auch da werden die Filme im Fernsehen ausgestrahlt. Wir haben bei D-Max dreimal eine Stunde und von daher denke ich mal, wird das sicherlich auch spannend für alle die sein, die nicht mit dabei waren und die sich beworben haben.